Zeig uns im nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der MGT News. Die Themen heute: Cristiano Ronaldo wird Vater, Serge Gnabry zum FC Bayern München, Timo Werner immer noch ausgebuht und ein schlafender Riese Europas erwacht. Bevor wir zu unserem ersten Thema kommen, zunächst einmal die Bitte von euch, schaut in der Videobeschreibung bei OneFootball vorbei, meinem Partner, für diese MGT News Episode und für diese Serie. Wenn ihr die neuesten News immer direkt auf euer Smartphone haben wollt, lohnt es sich definitiv, die herunterzuladen. Die App ist definitiv gut und ihr bekommt auch alle aktuellen Live-Scores von den ganzen Spielen, die es so auf der Welt gibt. Heißt auf jeden Fall auschecken. Dazu IGVolt 6% Rabatt auf eure Coins, FIFA Points, PSN und Microsoft Guthaben mit dem Code MAXGAMINGTV. Auch gerne mal vorbeischauen bei einem Merchandise und bei meinen Social Media Links Instagram, Twitter und Facebook. Und wir starten durch mit dem ersten Thema. Und das ist, wie gerade bereits angesprochen, der Wechsel von Serge Gnabry zum FC Bayern München. Eine große Bombe, die geplatzt ist. Er hat ja um seine Freigabe gebeten, mehr oder weniger, beziehungsweise seine Ausstiegsklausel beim SV Werder Bremen gezogen. Und ich habe in der letzten Episode noch spekuliert, wohin wird es Serge Gnabry ziehen? Wird er eventuell nach Hoffenheim gehen? Geht er zu Leipzig? Nein, er geht zum FC Bayern München. Und ich möchte mir da gar kein Urteil anmaßen. Ich persönlich denke, dass es genau der falsche Schritt ist und dass er den hätte nicht machen müssen. Ich kann verstehen, dass er international spielen möchte, sich beweisen möchte auf internationaler Bühne. Aber trotzdem ist der FC Bayern, finde ich, eine etwas zu große Adresse. Und sie denken angeblich bereits darüber nach, ihn für die kommende Saison zu verleihen. Schreibt mir einfach mal eure Meinung in die Kommentare. Denkt ihr, dass Bayern für Serge Gnabry der richtige Schritt war? Ich mache ja auch mal eine Infokarte hin. Und was denkt ihr, welcher Verein der beste für ihn gewesen wäre? Oder würde er Bayern durchstarten und eventuell irgendwann einen Robben und Ribéry beerben? Ich bin gespannt auf eure Meinung. Wir gehen direkt weiter in der Bundesliga zum nächsten Thema. Und zwar zu einem Spieler, den der FC Bayern nicht bekommen wird. Auch an dem waren sie interessiert, genauso wie viele andere Bundesligisten inklusive RB Leipzig, aber ja, Nadiem Amiri bleibt zunächst einmal bei der in der nächsten Saison in der Champions League spielenden TSG 1899 Hoffenheim. Man muss ja korrigieren und sagen, dass sie eventuell in der Champions League spielen. Sie müssen auch die Qualifiers überstehen, aber ich denke mal, nach der Leistung der vergangenen Saison mit dem Trainer und dem Kader haben sie recht gute Chancen, das zu bewerkstelligen. Und Serge Gnabry ist nicht derjenige, den sie sich holen, sondern sie verlängern dann lieber mit Nadiem Amiri, der diesen Weg mitgehen möchte, der TSG, was ich sehr, sehr gut finde, den Weg mit Julian Nagelsmann, den Weg mit André Kramaric, den Weg mit ganz, ganz vielen jungen, talentierten Spielern und eben nicht den Weg gehen möchte, den Rudi und Süle vor dieser Saison oder vor der kommenden Saison gegangen sind. Ich persönlich finde es gut, denke, dass die TSG damit einen klasse Spieler mit einer Menge Potenzial an sich binden kann und denke, dass es auch für ihn der richtige Schritt ist. Wie gesagt, war RB Leipzig auch an Amiri interessiert, jedoch haben die sich jetzt erstmal in der Defensive verstärkt und zwar mit Ibrahima Konaté. Der junge Innenverteidiger bekommt einen 5-Jahres-Vertrag und wechselt zur kommenden Saison zu RB Leipzig, die ja bereits in der vergangenen Saison durch einige Talente auf sich aufmerksam machen konnten in der Verteidigung bzw. allgemein. Upamecano ist einer davon, aber auch Bernardo, der sich ja gerade in der Rückrunde extrem entwickelt hat. Man darf gespannt sein, ob das gleiche bei Konaté eintreffen wird oder ob er floppen wird. Ich denke mal aber gerade, weil Rangnick und Hasenhüttl genau wissen, wie sie mit Talenten umzugehen haben, wird das ziemlich gut aussehen und ich bin gespannt, ob er sein Potenzial, das RB in ihm sieht, ja, entfalten kann. Natürlich muss man da wieder sagen, klasse Arbeit in der Scouting-Abteilung. Das ist einfach krass. Die holen Talente und bilden sie aus. Vielleicht der nächste große französische Innenverteidiger in der Bundesliga. Bisher haben wir ja keinen, abgesehen von Timothy Kolodziejczak. Ich bin gespannt. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare zum Transfer von Konaté. Und wie denkt ihr, wird sich Leipzig noch verstärken müssen, wenn sie international und in der Liga mithalten wollen mit Doppelbelastung in der kommenden Saison? Ich weiß ja übrigens auch, dass RB euer absolutes Lieblingsthema ist. Ihr mögt den Verein ja alle unglaublich gerne im Vergleich zu mir, der ja nicht so wirklich ein Problem damit hat. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir sprechen jetzt über Timo Werner. Jetzt gehen wir doch wieder zu RB Leipzig. Dem Hassspieler, dem Hassobjekt in Deutschland ohne Wenn und Aber. Und das Ganze ausgelöst durch einen Wechsel im Sommer zu einem Verein mit Perspektive in der Bundesliga und einer Schwalbe, die bereits von so vielen anderen Spielern gemacht wurde und den selbstgeschossenen Elfmeter. Er wurde immer weiter ausgepfiffen, er wird immer weiter ausgepfiffen und jetzt auch mittlerweile als Nationalspieler im Dress der Nationalmannschaft und zuletzt übte auch Bundestrainer Joachim Löw Kritik daran, dass Timo Werner ausgepfiffen wird. Der meint nämlich, dass ein Spieler, der im Nationaltrikot stürmt, so viel Perspektive hat, so gut spielt und unser Land vertritt, nicht ausgepfiffen werden sollte und auch Werner
stellt sich immer mehr gegen diese Pfiffe und sagt, dass er nicht nachvollziehen kann, beziehungsweise dass er nicht glaubt, dass diese Pfiffe gerechtfertigt sind und dass das nur der Fall ist, weil er bei RB ist, weil es seit jeher Schwalben gab. Natürlich zieht er mit der Aussage wieder die Hater auf sich, die das Ganze aus dem Kontext reißen und sagen, dass die Schwalbe in seinen Augen nicht so schlimm war. Ich denke mal, er bereut, dass er diese Schwalbe gemacht hat, aber er ist 20 Jahre alt. Junge Spieler dürfen Fehler machen, so ist es richtig. Und gerade solche Gesänge wie Timo Werner ist ein Hurensohn und dann noch in der Nationalmannschaft Pfiffe gegen ihn, das finde ich geht gar nicht. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, da können wir auch bestimmt eine Menge drüber diskutieren. Ich bin ja allgemein kein RB-Hater, ich habe ja nichts gegen den Verein, genauso wenig wie gegen Timo Werner, der in meinen Augen unglaublich gut spielt und die große Sturmhoffnung für uns ist, auch wenn Sandro Wagner jetzt gerade gut gespielt in der Qualifikation gegen San Marino, trotzdem ist Werner ein unglaubliches Future-Prospect, also das darf man nicht kaputt machen, schon gar nicht mit Pfiffen oder mit irgendwelchen Antipathien wegen einem kleinen Fehler, und irgendwann sollte auch mal gut sein. Ich denke, da hat es genug gelitten und ist genug ausgepfiffen worden und man sollte jetzt langsam mal runterkommen von diesem Hasstrip. Aber ihr könnt da ganz anders denken, schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin gespannt, ein Spieler, der auch extrem polarisiert in den letzten Monaten, in den letzten Jahren, unter anderem wegen seinem unglaublichen Hype bzw. seiner unglaublichen Konkurrenz mit Lionel Messi um die Krone des Weltfußballs, um im Endeffekt den nächsten Ballon d'Or Saison für Saison, ist natürlich Cristiano Ronaldo. Der hat jetzt aber außerhalb vom Platz zuletzt Schlagzeilen gemacht. Nach dem Champions League-Sieg mit Real Madrid, der ersten Verteidigung der Champions League, ist der Portugiese Vater geworden. Und zwar nicht nur von einem Kind, sondern gleich von zwei. Die Zwillinge Eva und Matteo, so sollen sie nach Medienberichten heißen, wurden von einer Leihmutter geboren und werden jetzt in die Obhut von Cristiano Ronaldo kommen. Natürlich muss man dazu sagen, dass viele dieses Modell kritisieren, aber Ronaldo ist halt nicht der monogamste Typ momentan, möchte aber trotzdem Kinder in einem vernünftigen Alter haben, und ich denke mal, dass das auch absolut nicht kritisierbar ist. Ich denke mal, das ist vollkommen okay, und man sieht ja auch bei Cristiano Junior, seinem Sohn, den er ja bisher sehr, sehr gut großgezogen hat, dass das Modell funktioniert. Er hat das Geld, er hat die Möglichkeiten, und ich denke mal, dass die Leihmutter wusste, dass sie eine Leihmutter ist, und dementsprechend sollte das eigentlich kein Problem darstellen. Wie findet ihr das? Es ist nichts Illegales, es ist was vollkommen, ja, in meinen Augen vollkommen Akzeptables, und es ist vollkommen in Ordnung, dass er es so gemacht hat, und ich denke mal, dass die Kinder ein gutes Leben bei ihm haben werden, und wenn er Kinder haben möchte, kann er sie entweder adoptieren oder halt so machen, dann hat er seine eigenen Gene noch dabei. Ich find's okay. Schreibt's mir in die Kommentare. Ich find's gut. Ich gratuliere Cristiano Ronaldo an dieser Stelle zu seinen beiden, ja, neuen Familienmitgliedern und wünsche ihm und seinen Kindern für die Zukunft alles Gute. Und ich denke mal, das sollte eigentlich jeder machen. Wo wir gerade bei Cristiano Ronaldo sind, der hat zuletzt am Rande der WM-Qualifikation gesagt, dass Portugal für die Zukunft einen ganz starken Stürmer hat, beziehungsweise eine ganz starke Zukunftsperspektive, und zwar mit André Silva. Der junge Stürmer vom FC Porto ist jetzt allerdings nicht mehr unbedingt in Portugal nur noch aktiv, sondern geht den nächstgrößeren Karriereschritt. Und zwar, und das habe ich gesagt, zu einem der schlafenden Riesen in Europa, und zwar zum AC Mailand. Es steht momentan eine Ablöse von 40 Millionen im Raum, ungefähr 40 Millionen, die der AC Mailand an Porto überweisen würde. Porto natürlich mal wieder mit einer unglaublichen Ausbildungsentschädigung für sein Talent, der 21 Jahre alt ist, einen Marktwert von 16 Millionen hat und auf jeden Fall das Sturmproblem vom AC Mailand lösen könnte. Mailand hat zwar einige gute Stürmer, Bacca und Lapadula beispielsweise, aber es fehlt so dieses richtige Talent, dieser richtige Top-Stürmer. Sie waren ja lange an Morata interessiert, den zieht jetzt wohl eher auf die Insel zu Manchester United, oder er bleibt doch bei Real Madrid. Man darf gespannt sein, wie sich das Ganze entwickelt. Auf jeden Fall kommt jetzt erstmal André Silva zum AC Mailand, hat heute, soweit ich es weiß, also am Montag, den Medizincheck absolviert, und wenn das alles glatt geht, hat Milan auf jeden Fall den nächsten richtig genialen Spieler, und sie haben die Saison auf jeden Fall schon ordentliche Transfers gemacht. Ich denke mal, Milan wird auf jeden Fall wieder hochkommen, auch dazu gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Ich hoffe, dass ich wieder hochkomme. Ich mag den Verein ja sehr, sehr gerne. Auch aufgrund meiner ehemaligen oder immer noch existierenden Freundschaft, platonischen Freundschaft zu Alex Pato, dessen YouTube-Channel ihr auch gerne mal auschecken könnt, wenn ihr an AC Milan interessiert seid und weiterhin die neuesten News um den Verein erfahren wollt. Sie haben Musacho gekauft vom Villarreal. Sie haben Rodriguez gekauft. Bilia ist jetzt kurz auch vor dem Sprung. Conti ist kurz vor dem Sprung. Kessie haben sie geholt. Jetzt André Silva. Da entsteht was in Mailand. Und ich denke mal, dass es besser funktioniert als bei Inter. Sie werfen viel Geld raus. Sie haben jetzt die Investoren. Aber ich denke mal, das wird irgendwie funktionieren. Ich denke mal, Milan ist auf einem richtig guten Weg und wird auf kurz oder lange Sicht wieder richtig großer Name im internationalen europäischen Fußball werden. Wir sind in Italien, in der italienischen Liga, und jetzt gehen wir zu einem italienischen Spieler, der um Freigabe gebeten hat, und zwar Marco Verratti, der vom PSG anscheinend weg möchte und nicht länger beim französischen Vizemeister bleiben will. Sein Vertrag läuft noch bis 2021, dementsprechend natürlich eine Stange Geld, die PSG für seine Dienste verlangen wird, vollkommen egal, ob er um Freigabe bittet oder nicht, aber jetzt hat er zumindest mal ein Statement gemacht und gesagt, er möchte weg. Der FC Bayern München war ja lange Zeit da schon interessiert dran. Verratti
Verratti zu verpflichten. Eventuell ist das für Xabi Alonso. In den letzten Wochen wurde eher über Corentin Tolisso geredet, der für die Bayern als Zukunftsperspektive gelten sollte. Aber jetzt ist anscheinend der Italiener wieder im Rennen. Und gerade weil er halt diesen Ausstieg aus seinem Vertrag angefragt hat und den Verein verlassen möchte, scheint das gar nicht so unwahrscheinlich. Er könnte natürlich auch zu Real Madrid gehen, das war ja auch mal im Gespräch, zum FC Barcelona vielleicht, eventuell nach England. Wer weiß, vielleicht auch zu Juventus Turin. Was denkt ihr, wo wird Verratti hin oder wo möchte Verratti hin, wo passt er hin? Schreibt mir auch das auf jeden Fall mal in die Kommentare. Ich werde da wieder mit euch diskutieren, so wie in der vergangenen Episode. Ich persönlich sehe Verratti nicht bei Bayern, ich sehe da lieber Tolisso. Ich sehe Verratti, ehrlich gesagt, weiterhin bei PSG, aber ich könnte mir theoretisch sogar auch Barcelona vorstellen oder halt irgendwas wie Manchester City. Wer weiß, vielleicht möchte ich da unter Pep spielen. Vielleicht auch Arsenal. Wer weiß. Ich bin gespannt. Der FC Bayern, der Top-Interessent anscheinend laut Transfermarkt, ist ein Team aus der Bundesliga. Ein anderes Team aus der Bundesliga ist der VfL Wolfsburg und der hat in der Vergangenheit einen ganz, ganz starken Stürmer hervorgebracht. Und zwar neben Grafit, der mittlerweile in der Versenkung verschwunden ist, Edin Dzeko. Der ist dann zu Manchester City gegangen und mittlerweile bei der AS Rom aktiv und hat extreme, extreme Karrierefortschritte nochmal gemacht. Gerade in der vergangenen Saison unglaublich viele Tore geschossen, sehr, sehr stark gespielt und hat jetzt bekannt gegeben, dass er sich sehr gut vorstellen könnte, nochmal zu Wolfsburg zu gehen, beziehungsweise gerne nochmal zu Wolfsburg wechseln würde, weil er dem Verein alles zu verdanken hat, seine ganze Karriere. Das stimmt in gewisser Weise, weil nirgendwo war er in meinen Augen so stark wie bei Wolfsburg. Da war er einer der richtig großen Namen im internationalen europäischen Fußball. Bei AS Rom wird er jetzt immer wieder stärker, der Bosnier. Allerdings glaube ich, dass er nie an diese Weltspitze wieder anschließen wird. Trotzdem wäre auf jeden Fall ein Wechsel zu Wolfsburg irgendwann nochmal cool und gerade auch für den VfL wäre es sehr interessant. Die Frage ist nur, wann das passieren wird. Weil momentan wird er, denke ich mal, international spielen wollen. Das tut Wolfsburg nicht. Vielleicht in der übernächsten Saison, also nicht in der kommenden, sondern in der danach. Aber ich denke mal, ansonsten ist er halt auch schon ein bisschen alt mit 31 Jahren. Ich bin gespannt, ob er nochmal hingeht. Ich könnte es mir sehr gut vorstellen. Das würde mich freuen für Wolfsburg, würde mich freuen für Dzeko, würde mich freuen für die Bundesliga. Aber für den Moment ist das, glaube ich, einfach nur Sommerloch. Und das ist das große Problem. Ja, wir haben Sommerloch. Teilweise sind die News natürlich nicht hundertprozentig glaubwürdig, aber ich glaube, dass alle die ich hier raussortiert habe, einigermaßen vernünftig sind. Ich hoffe, dass euch das gefallen hat. Und wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schreibt mir eure Meinung zu den ganzen Themen in die Kommentare. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Episode MGT News wieder. Ihr könnt mir auch gerne Themenvorschläge in die Kommentare schreiben. Und ja, ich sollte übrigens noch was zu Horn sagen, der jetzt von Wolfsburg zu Köln gewechselt ist. Mache ich jetzt nochmal ganz kurz am Ende der Episode. Zu teuer. Das war's eigentlich. Zu teuer. Ja. Bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.